viel getanzt. Da wird viel getanzt. Also, da muss man jetzt dazu sagen, das waren nur aus dem Musikvideo. Das hat mit dem Film nichts zu tun. Nur die Ausschnitte, in denen ich dann auch mal zu sehen war, die sind aus dem Film. Der Rest ist aus dem. James Brown spielt gar nicht mit. Der spielt nicht mit. Und Alexandra Maria Lara? Die spielt schon mit. Die ist mir mal vorgestellt worden. Ja. Nils, ja, ey, wenn du alles kennst, ja, Kate Moss, unfassbar. Alexandra, ja, Maria Lara. Er würde sagen, Respekt. Hallo Nils, das ist die Hitler-Tipse. Und da hat sie sich so mit dem Typen angelegt, dass wir gar nicht mehr zum Sprechen kamen. Du spielst im Rollstuhl, bist aber hier in echt auf Krücken. Ja. Was ist da passiert? Ich habe mir im Juli beim Fußballspiel die Achillessehne abgerissen. Das ist direkt am nächsten Tag operiert worden. Und dann war ich eigentlich schon auf dem Weg der Besserung. Und dann hat sich's wieder verschlechtert. Und deswegen bin ich vor 3 Tagen noch mal operiert worden. Habt ihr gewonnen? Vor 3 Tagen? Nee, wir haben leider verloren. Es war völlig umsonst. Was spielst du denn für eine Position? Was spielen Sie denn für eine Position? Das war so ein Benefizspiel von dem Michael Schumacher, das der immer vor dem Hockenheimring macht. Aha, will ich alles so kennenlernen, ja? Das war so ein Benefizspiel im Garten von Michael Schumacher. Nee, das war nicht im Garten, das war im Stadion von Waldhof Mannheim. Und 5 Minuten vor Schluss, als ich ihm reingekrätscht bin, ist mir die Sehne gerissen. Oh. Mit Michael Schumacher selber war das? Sind Sie ihm reingekrätscht? Ja? Und hat er wenigstens noch mal so, hier so einen Klaps so? Hey. Nee. Und dann gemacht. Nicht, gar nichts? Nein. Keine Karte, nichts? Nein. Ich habe gerade mal so raufgeklapst, das ist ja steinhart. Ja. Also ein Körper, ne? Wahnsinn. Aber fühlen Sie sich nicht so sicher? Sie machen ja auch Unterwäsche-Werbung, ne? Herr Schweiger. Ja. Diese Art von Körper ist ja, hier sieht man es. Das ist natürlich ein toller Körper, aber Schauspieler haben ja auch Zeit, den ganzen Tag zu trainieren. Ja? Genau. Die haben ja normal arbeiten, die normal arbeitende Bevölkerung kann sich mit sowas gar nicht identifizieren. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das Bild mir 20 Minuten angeguckt. Sie knien hinter der Couch und da ist eine Frau, mit der hatten Sie gerade was. Ja. Und das hier ist Ihr Mann, der ist gerade wiedergekommen. Genau. Das ist Ihr Slip und Sie verstecken sich vor dem, deshalb das verschmitzte Grinsen. Der hat so erschütternd lange gebraucht, bis er das Ich habe mir das 20 Minuten angeguckt. Aber gut. Ich habe es mir 20 Minuten angeguckt, einfach nur, weil ich von diesem Körper so paralysiert war. Dann habe ich auch das andere kapiert. Aber die Menschen wollen jetzt, womit sie sich identifizieren können. Deswegen haben die schon den Nachfolger gesucht hier von der Unterwäschefirma. Und schauen Sie mal, wer die beiden sind. Ist Peter einmal? Er macht doch gleichzeitig für die Socken noch Werbung. Er macht gleichzeitig auch noch für die Sockenwerbung. Das ist natürlich, dann hat er so einen doppelten Deal. Wir sind auch beide ins Aber ich bin auch ins Casting gegangen. Was hast du denn da vorne reingesteckt? Cola-Flasche. Die Cola-Flasche hast du da drin? Habe ich ja ein Fotoshooting auch gemacht, so ein paar Socken, ey. Ich war schwanger, muss ich dazu sagen. Also könnte eng werden im nächsten Auftrag. Ja. Ja, also. Wir müssen noch das Bild länger angucken, liebe Damen, und spricht das Bild mit Ihnen. Ja, habe ich gelogen? Und wir haben uns gedacht, diese kurzen Unterhosen, also wir haben beim Casting haben auch gemerkt, es wird ja ziemlich kalt jetzt. Ja? Also damit Sie nicht frieren, haben wir Ihnen was Schönes mitgebracht. Eine lange Unterhose für den Winter. Oh, das ist lieb. Freuen Sie sich. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne. Wann startet der Film im Kino? Jetzt gestern? Jetzt am Donnerstag. Jetzt am Donnerstag startet der Film. Jetzt am Donnerstag. Das ist der erste Besuch hier. Es gibt ja eine Promotour. Das ist wirklich sehr nett. Ja, nee, ich bin sehr gern gekommen. Vielen Dank. Peter, du hast noch eine Frage? Wohnen Sie noch da, wo Sie mal gewohnt haben? Wir duzen uns. Genau. Wohnst du noch da in der Südstadt, wo ich auch mal gewohnt habe, wo wir uns immer über den Weg gelaufen sind und du nie gegrüßt hast? Das war Peter Röthen, das war vor allen Dingen Till Schweiger. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Nächste Woche bei uns zu Gast. Das süße Mittelmädchen Dieter von Hardenberg, die moderiert jetzt nach Polylux oder nach Monolux. Diese Sendung können Sie auf maxdome.de sich nochmal anschauen. Däumchen können Sie wieder einschalten. Vielen Dank an das großartige Publikum hier im Studio. Kommen Sie gut nach Hause. Peter und The Fred. Dankeschön. We'll be right back.